muss man wissen, ne? Von wegen. Ja, also ich habe mir heute für euch ausgedacht, einen Vortrag unter dem Motto In a Cruel Land You Either Learn to Laugh at Cruelty or Spend Your Life Weeping. Das ist ein Zitat aus der Serie The Wheel of Time von Robert Jordan, ein Fantasy-Buch. Und das bezieht sich dort auf die Aiel. Das ist da eine Volksgruppe, die einen, naja, ich sag mal, leicht brutalen Lebensstil führen. Oder zumindest einen sehr kämpferisch ausgelegten. Und das ist halt ein Kommentar, den ein Außenstehender über diese Menschen denkt. Und ich finde, das ist eigentlich sehr positiv gedacht, weil wenn man einfach sagt, okay, unsere Welt ist ziemlich gemein, und wenn wir sie überleben wollen, die Welt, dann lernen wir am besten über diese ganzen Gemeinheiten auch zu lachen und damit umzugehen. Weil andernfalls werden wir das ganze Leben nur in Tränen verbringen, weil es gibt ja leider nicht so viele glückliche Dinge. Ja, und ich, also in diesem Vortrag geht es jetzt dann darum, wie man eigentlich Provokation und Trollen ist ja verbunden mit Provokation einsetzen kann, um konstruktive Dinge zu tun, und zwar sowohl für sich selbst als auch für andere Leute. Und ein Hauptbereich, der sich damit auch beschäftigt, mit wie kann man Provokation einsetzen, ist die Psychotherapie. Und dazu gibt es diverse Probleme, die sowohl in der Psychotherapie als auch im Alltag auftreten. Und zwar, dieses Zitat stammt jetzt von einer Psychotherapeutin, die gesagt hat, manchmal halten einen trotz aller Professionalität nur die strafrechtlichen Folgen davon ab, dem Klienten an die Gurgel zu gehen. Auch diese professionelle Zurückhaltung ist sehr anstrengend und auf Dauer gehen die Leute mit dem seelischen Problem selbst den Psychotherapeuten auf die Nerven und die haben das immerhin geübt. Also gut, die müssen ja sich natürlich 8 Stunden am Tag anhören. Das finde ich klingt auch nicht so nach dem Traumjob. Aber auch wir im Alltag haben ja häufiger mal Leute, die mit Problemen zu uns kommen oder vielleicht auch nicht, weil sie eine Lösung von uns erwarten, sondern nur, weil sie sich bei uns ausheulen wollen oder vielleicht auch einfach, weil sie irgendetwas sagen, was uns sonst nicht interessiert, aber sie quatschen uns leider mit zu. Sie wollen vielleicht auch sich nicht mal bei uns ausheulen, sondern wollen einfach nur irgendwas sagen. Ist ja auch egal, es geht uns jedenfalls auf die Nerven. Und irgendwie müssen wir halt damit umgehen. Also grundsätzlich, wenn ihr irgendwie mal Kommentare oder Fragen habt, dann fragt die jederzeit. Ja, ihr könnt mich einfach unterbrechen. Am Ende weiß ich nachher schon wieder nicht, was ich gesagt habe. Also, wird zwar ärgerlich, aber könnte passieren. Dann bin ich auf den provokativen Stil gestoßen. Da kenne ich jemanden, die ein Seminar gemacht hat bei der Eleonore Höfner, die auch dieses Buch geschrieben hat hier. Und hat mir ganz viel davon erzählt, was sie da so gelernt hat, was sie gemacht haben. Und ich habe mir gedacht, hey, Moment mal, hat diese Frau eigentlich gerade dem Trollen eine wissenschaftliche Grundlage gegeben? Da geht es nämlich dann darum, wie kann man Provokation ganz gezielt in der Therapie einsetzen? Und als eine Begründung eben, warum sie das gemacht hat, hat sie angegeben, dass sie selber, ich kurz vor der Depression oder vor dem Burnout stand, sich den ganzen Tag von irgendwelchen Leuten mit seelischen Problemen, deren Geschichten anzuhören und die ganze Zeit die Verständnisvolle zu tun. Die Idee von dem provokativen Stil geht zurück auf Frank Fairley aus den 70er Jahren. Da hat er auch ein Buch darüber geschrieben und er macht auch Seminare in den USA. Und die Eleonore hat da an so einem Seminar teilgenommen und hat das dann 1985, diese Ideen daraus, mit nach Deutschland gebracht und entwickelt diesen Stil seitdem hier weiter. Was jetzt hier kommt in diesem Vortrag, ist im Wesentlichen aus diesem Buch und stark daran angelehnt. Also falls jemand mal das Buch lesen wird, wird er ganz viel wiederfinden. Ja, ein Beispiel, was einem mal so passieren kann, was eigentlich ziemlich unlustig ist für uns als Betroffenen, ist der Double Bind. Bei dem Double Bind haben wir keine Möglichkeit, richtig zu reagieren. Zumindest scheinbar haben wir keine Möglichkeit, richtig zu reagieren. Wir kriegen eine Frage gestellt oder irgendeine Aussage an den Kopf geworfen und eigentlich alles, was wir machen, ist falsch. Es sei denn, wir können trollen. Dann kommen wir da vielleicht raus. Hier ist mal ein Beispiel.
du bekommst also von deiner Mutter oder von deinem Partner oder wem auch immer, also irgendjemand, den du gerne magst, eine rote und eine blaue Krawatte geschenkt. Am nächsten Tag trägst du die rote. Jetzt kommt das Double Bind. Aha, du magst die blaue nicht, ja, weil er hast ja die rote angezogen. Ja, naja, gut, was sollte man machen? Wenn man die beide gleichzeitig anziehen? Man will ja wahrscheinlich nur eine auf Mal tragen. Hätte man jetzt die rote hätte man die blaue angezogen, hätte sie gesagt, ah, du magst die rote nicht. Implizit sagt diese Formulierung, aha, du magst die blaue nicht, aber nicht, okay, du findest die Krawatte doof, sondern du findest mich doof. Das muss man zwischen den Zeilen dann rauslesen. Ich habe mir so eine Mühe gegeben. So eine Mühe habe ich mir gegeben und du missachtest einfach meine Gefühle. Eine Lösung mit etwas Provokation daraus zu gehen, ist dann zu sagen, also um ehrlich zu sein, ich finde die beide scheußlich, aber ich habe heute eine angezogen, weil ich dich gern habe. Elemente da drin sind ganz wichtig, die Übertreibung, so dass der andere weiß, dass es eigentlich gar nicht so ernst gemeint ist. Also wenn man jetzt wirklich jemanden ganz ernsthaft sagen würde, ja, ich finde die beide scheußlich, dann würde es mir nicht funktionieren. Auch wenn man dieser Person das nicht vermitteln kann oder vielleicht die Person hasst, ja, wenn die einem die Krawatte geschenkt hat und man mag die ganze gar nicht leiden und man mag dann die Krawatte nicht und dann ist man sauer auf die Person und sagt, ja, weißt du, ich finde das alles scheiße. Gut, dann passt auch die zweite Hälfte vom Satz nicht, aber ich mag dich nicht. Ne? Dann würde man sie wahrscheinlich auch nicht anziehen. Aber so kommt man auf jeden Fall aus dem Double Bind wieder raus, weil man hat diese Aussage, du magst mich nicht, widerlegt. Ein ähnliches Beispiel, welches auch in diesem Buch vorkommt, ist ein kleiner Text zu der Formulierung von Geschlechtern. Sie haben sich also auch in diesem Buch entschieden, immer nur die männliche Form zu nehmen. Es fehlt doch nur die letzte Zeile ein Stück auf dem Bildschirm, sonst alles da. Also ich finde auch, meine Texte sollen ja den Zweck erfüllen. Sie sollen den Zweck erfüllen, dass man sie lesen kann und dass man sie dann verstehen kann, nachdem man sie gelesen hat. Und dafür ist eine möglichst kompakte Textform, finde ich, durchaus hilfreich. Und wenn immer er, sie und in mit Schrägstrich dran oder ohne Schrägstrich, wenn alle Taschenrechner und Taschenrechnerinnen damit einverstanden sind, das zieht den Text unnötig in die Länge und verkompliziert meines Erachtens auch die Lesbarkeit des Textes. Allerdings macht man sich damit ganz viele Feinde, wenn man das nicht macht. Und man kann natürlich gleich die Begründung, warum man das denn jetzt nicht gemacht hat, in so einer provokativen Stil formulieren und direkt sagen, naja, wir hätten es auch so machen können, wie die schweizerische Gemeinde, die versucht hat, einfach mal alle ihre Verwaltungsvorschriften grundsätzlich weiblich zu formulieren. Das ist auch eine Idee, ne? Wow, wir machen das mal anders, wir machen jetzt mal alles weiblich. Weiß zwar nicht, wieso das besser ist, als alles männlich zu machen, aber egal, wir machen mal alles weiblich. Und es gab einen riesengroßen Entrüstungssturm und haben gesagt, ja, aber diesen Entrüstungssturm fühlen wir uns nicht gewachsen, deswegen haben wir das gelassen. Ja, wer will jetzt noch widersprechen? Man sollte das nicht unbedingt immer anwenden, sowas. Also am Flughafen mit, ja, was haben Sie in Ihrem Gepäck? Och, nur die Bombe und die drei Handgranaten. Je nachdem, wo man ist, das kann schon mal Ärger mit sich ziehen. Also in Deutschland geht das vielleicht noch, in den USA sitzt sie dann erstmal 20 Minuten im Glaskasten Strafsitzen und danach kommt dann vielleicht mal jemand und spricht mit euch und erklärt euch, dass es ganz, ganz böse ist, was ihr da gerade gesagt habt. Vielleicht dürft ihr danach auch nicht mehr einreisen. Auch wichtig an diesem Verhalten ist, dass wir nicht die Person selbst trollen, sondern eigentlich sein Verhalten. Weil ansonsten ist es nicht konstruktiv. Also es macht uns dann vielleicht auch Spaß. Es ist auch etwas, was man sagen kann, okay, ich mag die Person jetzt nicht. Ja, ich will die ein bisschen ärgern. Dann ist es gut für mich, weil ich freue mich darüber, dass ich diesen Ballast von mir abwerfen kann, dass ich mal wieder denke, ach, die Welt scheiße. Dann lache ich halt mal wieder über diese scheiß Welt und diese blöde Person, die mir gegenüber sitzt. Aber es ist jetzt eigentlich auch nicht das Ziel. Also in dem Vortrag will ich eigentlich vermitteln, wie man das Ganze auch konstruktiv machen kann. Und konstruktiv klappt es nur, wenn man die andere Person ernst nimmt und ihr das auch vermittelt. Das heißt, wir geben ihr auf dem nicht-verbalen Kanal oder den vielen nicht-verbalen Kanälen geben wir zu verstehen, dass wir die andere Person für fähig und entscheidungsfähig halten.
Das ist bei rein textbasierten Kommunikationsmitteln leider sehr schwierig. Bei einem echten Gespräch geht viel über Mimik. Bei textbasierten kann man es mal mit Smileys versuchen oder irgendwas in der Richtung, aber es ist auf jeden Fall schwierig. Besser ist es, wenn man die Möglichkeit hat, das Ganze face-to-face zu machen. Noch eine Technik, die man anwenden kann, ist die Technik davon, den Esel am Schwanz zu ziehen. Dieses Zitat auf dem ersten Punkt hier ist so eigentlich relativ bekannt. Ne? Ein Raucher, der beständig von der Gefahr des Rauchens liest, wird in der Regel aufhören zu lesen. Das ist bei vielen Dingen so. Also jemand, der ein Verhalten an den Tag legt oder irgendetwas tut oder macht, selbst wenn er eigentlich der Meinung ist, dass es nicht gut ist und selbst wenn er das weiß und wenn er selber eigentlich gerne ändern würde, wahrscheinlich wird er sich eher den Informationen verschließen, Ohren und Augen zumachen und mit dem selbstschädigenden Verhalten oder was immer es ist, vielleicht auch mit dem anderen schädigenden Verhalten oder mich schädigenden Verhalten weitermachen. Aber auch diese Personen können wir ein bisschen provozieren. Wir können die nämlich am Schwanz ziehen. Und zwar in die Gegenrichtung, die sie wollen. Wir sagen einfach, ja, das, was du machst, das ist doch total toll. Ne? Und weißt du, das Rauchen, das hat doch viele Vorteile. Es hat viel mehr Vorteile als Nachteile. Und das zu ändern ist sowieso ganz schwierig. Und mach das doch weiter. Und irgendwann, wenn die Person das nicht will, dann wird sie Widerstand spüren. Sie denken, nein, ich will das doch nicht. Und wird dann plötzlich anfangen, die gegenüberliegende Position einzunehmen. Also bei Eseln soll das angeblich funktionieren. Ich habe das noch nie ausprobiert. Ich habe keinen Esel. Hat einer von euch einen Esel? Das wär interessant, weil das würde diese ganze Folie viel mehr untermauern, wenn ich jetzt ein wissenschaftliches Beispiel dafür hätte. Ja, wenn es sowas gibt, Donkey for Rent. Habe ich leider noch nicht gesehen, aber gibt es ja vielleicht. Ja, hier ist ein Beispiel, das habe ich zwar nur aus zweiter Hand, aber immerhin zweiter Hand. Also es ist nicht ein Beispiel irgendwo aus dem Internet, sondern von jemandem, den ich persönlich kenne, von zwei Leuten, die ich persönlich kenne. Von dem Zähneputzen, wo der Vater sagt zu seinem Sohn, Sohn, du putzt dir jetzt die Zähne. Und dann sagt der Sohn, nein, das will ich nicht. Und dann diskutieren sie hin und her. Ne? Ja, du musst aber, ne, weil sonst ist böse und du kommst nicht ins Bett und pö und nö und ich will nicht, aber nee, lass mich in Ruhe, ja doch. Das führt in der Regel zu nichts oder höchstens zu weinen oder so. Ich meine, man kann natürlich dann die Zahnbürste in den Mund stopfen und damit ist auf lange Sicht irgendwie wahrscheinlich aber keiner glücklich. Also, weil selbst wenn einer von beiden jetzt den Kampf gewinnt, ja, das ist für beide unheimlich anstrengend und beide sind auch am Ende unglücklich. Und am Ende geht es vor allen Dingen noch nicht mal mehr ums Zähneputzen. Am Ende geht es dann nur auch darum, seine Autorität als Autorität ernst genommen zu werden, beziehungsweise sein Gesicht zu wahren und überhaupt nicht mehr darum, dass jetzt die Zähne geputzt werden sollen. Den kann man auch ein bisschen anders begegnen. Wieder der gleiche Startpunkt, der Vater sagt, okay, jetzt werden wir mal die Zähne putzen und der Sohn sagt, nö. Und dann sagt der Vater, ja gut, dann halt nicht, lassen wir deine Zähne halt vergammeln. Also, ist ja eigentlich eh viel besser, ne? Vergammelte Zähne sind ja ganz toll. Wenn du es dir anders überlegst, Zahnbürste steht hier, können wir jederzeit machen. Ja, und dann geht er halt einfach und zwei Minuten später denkt sich der Sohn, oh, naja, gut, vielleicht doch. Und Papa will jetzt Zähne putzen. Das kann funktionieren, sogar bei Kindern. Und das ist eigentlich für beide Beteiligten jetzt eine viel befreiendere Situation, weil der Vater, der kann in sich reinlachen und sich denken, ja, ich hab's geschafft. Und der Sohn kann eigentlich sein Gesicht dabei wahren, weil das war jetzt seine freie Entscheidung. Also für ihn war das, aus seiner Sicht wurde er ja nicht gezwungen, ne? Er hätte es ja auch lassen können. Ja, denken Sie selbst, sonst tun es andere für Sie. Das ist auch ein wichtiger Punkt in dieser ganzen Taktik, die Leute zu provozieren. Weil wenn ich die Leute provoziere und ich übertreibe dabei ja richtig viel, so viel ich kann, dann bleibt der Zuhörer in der Verantwortung. Er muss sich immer fragen, meint ihr das jetzt wirklich ernst? Meint ihr es wörtlich? Also wörtlich meine ich es eigentlich nie, aber wie ernst meine ich das denn? Ganz viele Leute haben nämlich so den Eindruck, sie können jetzt einfach zu irgendwem hingehen, wie mit dem Auto zur Werkstatt und sagen, hier ist das kaputte Auto, mach mal heile. Das geht in der Psyche meistens nicht so und mit vielen anderen Dingen auch nicht so. Das ist auch
sehr im kleinen Bereich, wenn jetzt ich mir überlege, okay, ich will jetzt noch was studieren, soll ich das machen? Oder welches Fach soll ich denn studieren? Dann kann ich zu irgendwelchen Leuten hingehen, zu Freunden und sagen, naja, ich will mal studieren, sag mir mal, welches Fach. Ja? Kann ich erwarten, dass die mir jetzt sagen, dass die das Problem meiner Entscheidung für mich lösen? Das wird aber nicht passieren. Und selbst wenn, dann bin ich vielleicht am Ende nicht glücklich damit. Und dann werde ich denen am Ende noch dann vorhalten. Ja, aber du hast ja gesagt, ich soll das machen. Ne? Du wolltest es ja unbedingt. Ich wollte es gar nicht. Von wegen. Also lieber irgendwie gucken, dass man den anderen in der Verantwortung lässt. Ich meine, man kann Menschen schon ab und zu mal Ratschläge geben. Das ist jetzt auch nicht. Aber wenn man merkt, dass jemand diese Haltung hat, ja, du löst jetzt dieses Problem für mich und ich muss nichts machen, ich möchte dafür auch übrigens nichts aufgeben, dann ist es besser, man versucht mal ein bisschen eine Provokationstaktik. Dabei sollte man nicht kleckern, sondern klotzen, weil nachher besteht noch die Gefahr, dass derjenige, der angesprochen wird, das Ganze ernst nimmt. Und das wollen wir eigentlich nicht. Wenn wir schon richtig kräftig übertreiben und irgendwelche Behauptungen anstellen, können auch anderen Leuten was unterstellen, ist kein Problem, kommt auf der nächsten Folie noch ein bisschen was zu, dann soll der andere das nicht ernst nehmen, sondern, also ein bisschen schon, er soll darüber nachdenken und sich das vorstellen, aber er soll nicht glauben, dass wir das wirklich genau so meinen, wie wir das sagen. Weil sonst wird er uns wahrscheinlich auch bald nicht mehr mögen und wir wollen vielleicht mit dieser Person befreundet sein oder sowas. Oder vielleicht nochmal weitere Gelegenheiten haben, sie in solchen Gesprächen über ihr Verhalten zu lachen. Das sollten wir im Kopf behalten, ne? Über das Verhalten lachen, nicht über die Person. Was unheimlich praktisch dabei ist, wir müssen nicht moralisieren. Also Oberlehrer geht in der Taktik eigentlich gar nicht. Kann den Leuten nicht sagen, ja, das ist jetzt moralisch verwerflich, was du da machst. Nee, das geht. Wir können eigentlich den Leuten erzählen, was wir wollen. Können auch den Leuten zu Dingen raten, die wirklich moralisch noch viel schlechter sind. So sagen, einer sagt, ja, ich schlafe morgens immer so lange und das ist ganz schlecht, weil ich komme dann jeden Tag zu spät zur Arbeit. Und dann können wir sagen, ja, vielleicht habe ich noch ein paar gute Ideen für Gründe, für Ausreden für dich, warum du immer so spät zur Arbeit kommst. Das wäre dann wieder eine Provokation in die Richtung, dass die Person sich denkt, ja, sie wollen ja eigentlich was verändern und das ist jetzt eigentlich ein Ratschlag in die entgegengesetzte Position. Und dann wird sie das wahrscheinlich verteidigen, diese Person, den ursprünglichen Standpunkt. Ja, ich will aber was ändern. Nee, das ist nicht gut, das kann ich nicht machen. Hier gibt es jetzt der Zerrspiegel. Ist auch sowas. Da kann man nicht regelmäßig die Haare dran raufen. Ja? Wenn dann wieder, also klischeehaft aus dem Kino, sag ich jetzt mal, ist das die Frau, die zu ihrem Freund geht und dann sagt, oh, meine Ohren sind zu groß und findest du mich hässlich und meine Haare sprießen so spärlich und meine Unterarme sind so dünn, meine Füße sind eine Nummer zu groß und was fällt mir alles noch so ein. Da kann man elendig viel meckern. Und es ist für den Freund meistens total unerheblich. Der mag die, so wie sie ist und das ist alles wunderbar, aber sie ist irgendwie am Mosern über ihr eigenes Aussehen und das ist total unnachvollziehbar. Also, man könnte meinen, dass diese Frau ihren Freund da völlig zum Narren hält. Es ist jetzt natürlich nicht unbedingt an Frauen und Männern orientiert, aber dieses Beispiel ist mir aus mehreren Filmen noch so recht bildlich vor Augen. Deswegen nehme ich das gerne. Und wenn wir jetzt sagen, aber nein, weißt du, Schatzi, und auch ich finde dich doch ganz schön und nein, und das ist doch alles toll und du siehst doch gut aus und was willst du denn? Und dann geht sie wahrscheinlich zum nächsten Punkt über, also dass sie dann irgendwann sagt, ach so, ja, du findest es okay, ja gut, dann ist es ja okay. Das ist unwahrscheinlich, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Selbst wenn das wirklich so ist und sie wirklich uns das abnimmt, dass wir sie für schön halten oder für völlig ausreichend schön oder was auch immer, das wird sie wahrscheinlich nicht glücklich machen. Und hier ist jetzt auch mal ein Beispiel aus einer Therapie, was wohl wirklich so passiert ist, von einer attraktiven Klientin, also die wirklich eigentlich ganz attraktiv aussieht, bei der man es wirklich nicht so viel meckern kann, aber die an sich selbst halt ganz viele Macken findet und meint, was alles schlimm an ihr aussieht. Hier kann man dann ein verzerrtes Bild zurückgeben und sagen, ja, diese dicken Schenkel, dieser Hängehintern,
Kugelbauch, Schwimmreifen, wo die Taille sitzen sollte. Also ein Zeug kann man ihr dann an den Kopf werfen. Und irgendwann wird sie dann merken, am Anfang wird sie zustimmen, ne? Ganz euphorisch. Ja, ja, genau, das ist alles so schlimm. Ja, schön, dass du das mal siehst. Ja, schön, dass du mich verstehst. Und je weiter man sich da hereinsteigert, da ist es ja auch wieder wichtig, dass wir immer schön übertreiben. Weil wenn wir nicht übertreiben, dann nimmt ihr das möglicherweise zu ernst. Aber wenn wir da schön übertreiben... Ja, sag. Wie wäre es bei einer Freundin, die über wirklich bestehende Mängel klagt? Was hättest du da für einen Rat? Ja, das ist dann schwierig. Ja? Also es kommt natürlich auch darauf an, ob du der Meinung bist, dass sich das stört. Weil wenn du der Meinung bist, dass es vielleicht genügend andere Dinge gibt, die das wettmachen, ja? Dann kannst du auf die anderen Dinge ansprechen. Dann sagst du, also wenn du sagst, okay, die ist jetzt wirklich... ja, kann zum Beispiel sein. Also, ja, ich meine, die sieht vielleicht nicht ganz so gut aus, also, aber hat eine super Karriere und so. Und dann sagst du, ja, und dann kannst du sagen, ja, stimmt, das ist ja, das ganze Leben hat dir dein Aussehen verfuscht. Ist ja furchtbar, ja. Im Job hast du auch keinen Erfolg. Was du letzte Woche schon wieder beim Chef, der hat dir schon wieder rund gemacht, ne? Es ist schon wieder früher nach Hause gehen. Irgendwie sowas. Das kann man versuchen. Dann gibt es die Lust an der Selbstbestimmung. Das habe ich eben schon mal angesprochen, dass irgendjemand kommt und sagt, ja, ich muss etwas ändern. Aber sie ändern nichts. Sie ändern die ganze Zeit nichts. Es gibt ganz viele Leute, die sich ständig sagen, ich muss etwas ändern. Oder sie würden nie was tun. Sie warten darauf, dass irgendwas ins Haus fällt, ins Wohnzimmer. Dann kann man sagen, nö, du musst nichts ändern. Weil wenn man denen wieder zuredet und sagst, ja, weißt du, ja, stimmt, du solltest da wirklich was ändern und ja, stimmt, ja, dann seid ihr euch zwar wunderschön einer Meinung, aber das geht so weiter, weil wahrscheinlich hat sie das schon 10 anderen Leuten erzählt, dass sie was ändern muss und sie wird nie was ändern. Also auch dieses Beispiel ist aus dem Buch. Und da ist hier also eine jetzt etwas gekürzte Antwort auf die Aussage, ich muss etwas ändern. Mitnichten. Viele Frauen werden alt und grau, während sie jahrzehntelang darüber grübeln, was sie eigentlich tun sollten. Wenn sie dann zum Beispiel 72 sind, also die Klientin ist 36, halb so alt, können sie sich immer sagen, ich habe stets gewollt, aber es ergab sich einfach nicht. Sie trifft keine Schuld. Millionen Frauen machen es so wie sie. Mit der Zeit wird sie anfangen, sich zu verteidigen und sagen, nein, nein, ich bin aber mit der aktuellen Situation nicht zufrieden. Ich will nicht mit 72 denken, dass ich das immer gewollt hätte, aber es ergab sich leider keine Chance. Ich will wirklich was ändern. Und wenn sie zu diesem Entschluss kommt und sagt, ja, okay, ich möchte was ändern, dann kann sie das auch weitermachen, wenn nicht noch eine andere Person daneben steht. Dann kann sie das quasi in freier Wildbahn nochmal beweisen, dass sie wirklich in der Lage ist, etwas zu ändern. Es wird ihr wahrscheinlich viel mehr auch hinterher hinken, als irgendjemand, der mal wieder so gestimmt hat und gesagt hat, ja, du musst was ändern, weil der muss man ja nichts beweisen. Aber der Person, die gesagt hat, nee, du musst nichts ändern, das ist wunderbar, was du machst, der muss man beweisen, dass es auch anders geht. Da haben wir noch das Vorzeigesymptom. Das bedeutet, Leute erzählen Dinge nicht, weil sie der Meinung sind, es sei gesellschaftlich nicht anerkannt. Es kann das Mögliche sein, ne? Es kann sein, dass sie sagen wollen, so sie duxen die ganze Zeit um irgendein Problem rum und irgendwann, nach stundenlanger Problemsuche, findet man dann heraus, dass sie sich irgendwann während eines Vortrags die Nase gepopelt haben oder sowas. Und dann denkst du, okay, darum haben wir jetzt so stundenlang geredet, das wolltest du jetzt nicht zugeben. Irgendwie sowas. Ja. Da kann man dann auch einfach mal übertreiben und einfach mal ein paar Behauptungen unterstellen. Können euch ruhig mehrere sein. Immer mal wieder drauf zurückkommen. Ja, du wirst schon gute Gründe haben, warum du da nicht drüber reden willst. Vermutlich hast du da noch eine Leiche im Keller. In schöne, handliche Stücke geschnitten, in der Tiefkühltruhe. Kann man gut ausschmücken, diese Beispiele. Ja, dass es schön bildlich wird. Ja, weil damit gibt man dann der anderen Person auch zu verstehen, man selber hat ja eigentlich keine moralischen Probleme. Einem kann man alles erzählen. Man ist sogar in der Lage, sich bildlich vorzustellen, wie diese Person eine Leiche in der Tiefkühltruhe hat. Das sollte man vielleicht nur machen, wenn man das auch
sich vorstellen kann und nicht dann gleich sich übergeben muss. Das kommt dann nicht so authentisch rüber. Kann dann noch sagen, ja, sind wahrscheinlich die Königin vom Straßenstrich. Das ist sicherlich auch vielen Leuten peinlich. Das ist zwar dann nicht strafbar unbedingt, ja, vielleicht schon, aber es geht auch in Varianten, wo es nicht strafbar ist. Aber es ist ja diesen Menschen vielleicht peinlich, die Königin vom Straßenstrich zu sein, und deswegen möchte sie das nicht zugeben. Naja, aber es ist wahrscheinlich, ist ja alles, was kommt von der anderen Person, ist ja wahrscheinlich alles viel, viel harmloser als das, was hier vorgeschlagen wird. Auch das mit dem Geschlechtsverkehr mit ihrem Schäferhund ist auch ziemlich unwahrscheinlich. Man könnte zwar sein, aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es was viel harmloseres. Und nachdem man diese Person so lange beeinflusst hat und ein bisschen provoziert hat, weißt du, was alles sein könnte, sagt die, nee, so schlimm ist es gar nicht, es ist ganz harmlos. Und dann kommt endlich mal eine Aussage dazu. Dann kann man noch ein bisschen das Problem anpreisen. Sagen, wie toll das doch ist. Ich eben auch schon mal angedeutet bei dem Raucher. Kann dem erzählen, ja, das Rauchen ist doch super. Man kann sogar sagen, dass wir speziell für diese Person, die wir gerade vor uns haben, beim besten Willen überhaupt keine Vorteile entdecken können, wenn er sein Verhalten ändert. Für andere Leute wäre eine Änderung vorteilhaft. Aber diese anderen sind ja auch intelligenter, stärker, schöner. Wenn man das dann auch ein bisschen ausmalt, wird die andere Person sich dann auch bald in eine Verteidigungsrolle begeben und sagen, also ich finde jetzt eigentlich so schwach, bin ich dann jetzt auch wieder nicht. Ich bin stark genug dafür, dass ich diese Änderung machen kann. Und dann fängt diese Person sich an zu verteidigen und dann kommt wieder Energie auf. Generell, es kommt fast immer ziemlich viel Energie bei dieser Taktik davon, dass ich die ja angegriffene Mensch verteidigen muss. Und die Verteidigung, das ist die Hoffnung dabei, geht dann auch wieder weiter, wenn das Gespräch vorbei ist. Dann kann man natürlich auch noch die Nachteile aufzeigen von irgendjemandem. Es gab zum Beispiel ein Beispiel von einer Frau, die hat einen sehr gut verdienenden Ehemann. Und sie sitzt zu Hause den ganzen Tag und ist eigentlich ein bisschen unterfordert mit ihrem Leben und findet es langweilig. Und ihr Ehemann zieht auch lieber lange durchgearbeitete Wochenenden ihrer Nörgelei gegenüber vor. Und sie würde gerne noch irgendwie was machen. Ausbildung machen, studieren, Job suchen, irgendwas. Ihr Mann hat auch Zustimmung signalisiert, der würde sie auch finanziell dabei unterstützen. Alle möglichen Leute haben Zustimmung signalisiert. Also sie könnte das machen, aber salopp ausgesagt, sie kriegt halt ihren Arsch nicht hoch. Jetzt kann man also auch ein bisschen die Nachteile aufzeigen und sagen, naja, weißt du, das ist so, du müsstest jeden Morgen ganz früh aufstehen und so. Das ist ganz schlimm. Du müsstest Verantwortung übernehmen. Es ist anstrengend. Wenn man das so ein bisschen immer wieder ein bisschen verstärkt sagt, könnte auch da wieder Widerstand auftreten. Naja, so schlimm ist das ja auch nicht. So schlimm ist das ja auch nicht, morgens früh aufzustehen. Und ich glaube, Verantwortung könnte ich vielleicht auch übernehmen. Man kann nicht unbedingt erwarten, dass bei dieser Argumentation die Zielperson unbedingt zu dem Schluss kommt, in dem man sie auf diese Weise fast schon bringen möchte, nämlich dass die Person dann sagt, ja, ich mache das jetzt, ich werde jetzt mir eine Arbeit suchen oder sowas. Es kann sein, dass die Person tatsächlich auch zu dem Entschluss kommt, ja, okay, du hast recht, das ist wirklich viel besser, ich mache mein Leben weiter so wie bisher, weil es ist nämlich super gemütlich. Ich kann auch die Kreditkarte von meinem Mann weiter benutzen, das ist alles wunderbar. Aber da muss man damit auch glücklich sein, weil dann ist die Person zumindest glücklich mit ihrem Verhalten. Das war sie vorher ja nicht. Ja, es gibt hier so einen schönen Psychiaterwitz, wo einer sagt, ja, als ich angefangen habe mit meiner Therapie, da habe ich immer nachts ins Bett gemacht. Und jetzt, 5 Jahre später, etliche Therapiestunden später, mache ich immer noch ins Bett. Aber jetzt habe ich Spaß dabei. Das kann einem passieren, aber eigentlich ist es so in diesen ganzen Problemen, dass ein Verhalten oder eine Verhaltensweise ist erst dann ein Problem, wenn die Person selbst es als ein Problem empfindet. Also das gilt für alles Mögliche. Es gibt auch sowas wie zum Beispiel SM. Ja, das ist für die Leute, die das gerne machen und ihren Spaß dran haben, ist das ja kein Problem. Es gibt aber Leute, die empfinden das als Zwang. Die sind halt
der Meinung, sie können irgendwie nicht ohne und sie wollen das eigentlich gar nicht. Ja? Für die ist es ein Problem, für die ist es eine Krankheit. Für andere Leute ist es keine Krankheit, für andere Leute ist es ganz normal. Total super, die haben schon viel Spaß. Und insofern kann das das Gleiche sein, ne? Wenn jemand zu dem Schluss kommt, was man jetzt als Außenstehender vielleicht nicht erwarten möchte, dass er sagen würde, okay, ich möchte mein Leben so weiterleben, auch wenn wir von außen sagen, es ist sehr langweilig. Das Hausfrauenleben, hast du viel Potenzial, du kannst was machen. Wenn diese Person dann zu dem Schluss kommt, sie möchte damit weitermachen, müssen wir es mal akzeptieren. Noch eine Taktik, die wir haben, ist der Verschwörer. Müssen wir wieder daran denken, der andere will das eigentlich alles gar nicht. Der andere möchte sich ja verändern. Das können wir ja nicht mit jemandem machen, der eigentlich glücklich mit seiner Lebenssituation ist. Aber wir wollen seinen Widerstand anstacheln. Und der Verschwörer, der rät zu Symptomen, Symptome zu steigern, um Aufmerksamkeit, Mitgefühl und Unterstützung zu bekommen. Plädiert dafür, sich ein wirkungsvolleres Symptom zuzulegen und das alte Symptom fallen zu lassen. Hat Tipps, wie man den Partner auf die Palme bringt, ohne dass dieser einem die Schuld geben kann. Weiß, wie man trotz guter Veranlagung ein Versager bleibt. Wenn man sich das als jemand Betroffenes anhört, solche Vorschläge, als ein Betroffener, der wirklich etwas ändern will, der gute Anlagen hat, sage ich mal, der irgendwas sehr gut kann, aber trotzdem Versager ist, weil er es nicht schafft, sich selber zu bewegen, irgendwas Tolles daraus zu machen, dann kommt man schnell darauf, ja, aber das will ich doch eigentlich gar nicht, das ist doch schlecht, ja. Es ist, ich will genau die gegenteilige Richtung. Und dann muss diese Person ein bisschen drüber nachdenken, ja, was ist denn das Gegenteil? Was kann ich denn da machen? Ich will da unbedingt raus. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit diesem Widerstand was bewegen, ziemlich groß. Und das alles durch Provokation. Ja, und das war's.